Spider meinte, dass er wieder meine Hilfe braucht. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Der Hüter hat sich bei der Lösung unserer Probleme als ziemlich nützlich erwiesen. Nun, dieses Problem fletscht die Zähne. Eine Menge großer, spitzer Zähne. Eine Elixni, die von diesen ekelhaften Kabal-Kriegsbiestern besessen ist. Sie hört auf den Namen Alax. Hey, Kriegsbiester sind gar nicht so schlimm, wenn du nicht vergisst, sie zu füttern. Ich hab gesehen, was sie so fressen. Die Mühe ist es nicht wert. Hier stimmt was nicht. Wer auch immer hier war, hat den Laden ausgeräumt. Eine andere Bande. Plünderer, die dreist genug sind, ein Versteck wegen seiner Schätze zu überfallen. Nein, diese Truppe ist organisiert, effizient und fast so tödlich wie der Hüter. Ich frage mich, ob unsere Piratenfürstin noch unter uns ist. Wer auch immer zuerst versucht hat, die Piratenfürstin zu erledigen, hat das Relikt nicht bekommen. Aber diese Eindringlinge haben es geschafft, die halbe Besatzung auszuschalten. Wollten sie das Relikt oder nur ein bisschen Blut vergießen? Ha. Wer auch immer sie sind, sie haben sich mächtige Feinde gemacht. Ja, aus uns auch.
ich hier fertig bin, gehe ich in die Stadt und hole mir was zu essen. Ich habe gerade mit dem Vagabunden gesprochen. Er sagt, eine andere Partei habe Eramis Piraten angegriffen. Wenn nicht nur du und Eramis nach den Relikten suchen, entzieht sich das meiner Kontrolle, fürchte ich. Ich glaubte, wir könnten die Relikte sammeln und ihre Macht eindämmen und sie in Sicherheit bringen. Hüter, es gibt Details, die ich dir vorenthalten habe. Und auch allen anderen. Ich muss um ein wenig Geduld bitten. Ich werde eine Antwort finden. Ganz bestimmt. Vertrau mir noch eine kleine Weile. Bitte. Für lange. Was kann ein einfacher Vermittler wie ich für die Heldin der Vorhut tun? Wir sehen uns wieder.